Wasser ist der natürliche Lebensraum vieler Mikroorganismen. Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist keinesfalls keimfrei. So kann ein Glas Wasser etwa 10 Millionen Bakterien enthalten. Klingt gruselig, ist aber nichts Schlimmes, solange es sich um die guten Bakterien handelt. Gibt es zu wenig gute, haben die schlechten Bakterien bessere Wachstumsbedingungen und nehmen überhand. Das Wasser kippt und wird ungenießbar. Ein Team von europäischen Universitäten hat sich vernetzt, um den Einfluss der sehr schwachen Magnetfelder der Grander-Wasserkernmagnete auf die im Wasser natürlich vorkommenden Bakterien zu untersuchen. Der Versuchsaufbau. Die Gläser wurden mit Trinkwasser befüllt. Eine Hälfte wurde mit dem Wasserkernmagnet behandelt, die andere diente als Kontrolle. In regelmäßigen Abständen und unter sterilen Bedingungen wurden Proben aus jedem Glas entnommen und die Anzahl der mikrobiellen Zellen in jeder Probe mittels Durchflusszytometrie, eines wissenschaftlichen Messverfahrens, das in der Biologie und in der Medizin zur Anwendung kommt, bestimmt. Das Ergebnis? Die Anzahl der erwünschten natürlichen Bakterien im Wasser hat sich erhöht. Die Behandlung mit dem Grander-Wasserkernmagneten kann somit vorteilhaft für die Aufrechterhaltung der Biostabilität von Trinkwasser sein. Es stellt sich eine Art probiotischer Effekt im Wasser ein. Diese peer-reviewte Studie bestätigt, der Doppelzylinder-Wasserkernmagnet der Firma Grander hat einen positiven Einfluss auf die natürlicherweise im Wasser vorkommenden Bakterien. Somit kann er zur biologischen Stabilisierung von Trinkwasser beitragen. Die Autoren sehen dadurch ein großes Potenzial für das mikrobielle Management der Trinkwasserversorgung.